Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guess the Rank. Heute wieder einmal mit einem Special Guest und zwar die Rocket League-Legende Pashi. Und ich kann euch nur so viel sagen, Pashi ist unfassbar insane. Sein Wissen über Rocket League und deren Ränge ist einfach crazy. Bleibt also auf jeden Fall dran und genießt diese Folge. Ich würde mich übrigens mega über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du möchtest, abonniere super gerne meinen Kanal. Wir haben bald 120.000 hier auf YouTube. Das wäre doch ein richtig schöner Meilenstein, wenn wir das heute noch erreichen würden an diesem Sonntag. Aber jetzt viel Spaß mit dieser Folge Guess the Rank. Möchtest du auch einen Fennec haben? Dann hol dir einen bei AOR. Autos, Items oder Credits auswählen, zur Kasse gehen und mit dem Gutscheincode ANYART sparst du sogar 6%. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, das erste Gameplay, der gute Alorg heißt er. Und dabei heute der gute Pashi und du darfst das Wort übernehmen und sagen, was du vielleicht gleich denkst, welchen Rang er haben könnte. Also das, also der Boost ist schon mal ganz, ganz falsch. Er hat immer einen Energy-Aufkleber drauf, ist schon mal okay. Ja, das heißt schon mal, er ist nicht Bronze. Ja, der hat den Weg in den E-Sports-Shop gefunden. Das geht man, glaube ich, nicht als Bronzespieler hin. Ja, da wären so ein paar... Alter, das war gerade ein Half-Flip, okay? Das ist ja ganz High-Level. Ich wollte eben sagen, so ein paar Half-Flips haben da eben gefehlt, so am Anfang, aber jetzt gerade wird es besser, das Gameplay, ne? Das ist vielleicht sein erstes Game, bisschen nervös. Aber den hätte ich zum Beispiel nicht gescored. Nicht vorbeigeschossen. Mal gucken. Ist aber schwierig, bei 1 gegen 1 immer schwierig zu überlegen. Ne? Ist auch anders als 2s oder 3s natürlich. Boah, jetzt gucken. Boah, das kann passieren. Ein kleiner Missklick. Er hat auch eine komische Cam. Hat kein Camera Shake drin, das ist auch positiv. Mhm, aber ein bisschen tief die Kamera irgendwie, ne? So, das Auto ist zu weit irgendwie. Und die Kamera ist zu weit am Boden irgendwie. Also, er hat das Game mindestens seit 2017. Das hätte die Reaper Gold Explosion, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob du die vorher bekommen hast. Das ist crazy, dass du auch so Wissen hast. Das ist irgendwie nice. Aber deine Einschätzung spontan so, welcher Rang könnte das ungefähr sein? Definitiv mindestens Gold. Ich habe nicht so die krasses, also ich glaube, ich weiß nicht, ich muss länger schauen, ob der ein Area gleich macht oder so. Also ich habe ja auch schon ein paar Reaps analysiert, viele Folgen, Guess the Rank und nice, schön gemacht. Oh. Das ist wahrscheinlich irgendwo zwischen Gold und vielleicht sogar schon Anfang Platin, vielleicht Platin 1 oder so. Das ist eigentlich höher als der typische Gold-Gameplay, was ich sonst eingeschickt bekomme. Das Ding ist, das ist sagen wir echt den Rang jetzt in 1 vs 1 oder in... Ja, in dem Modus. Ja, dann würde ich ja sagen Platin. So, also normalerweise würde ich sagen Gold, aber da es bei 1 plus 1 ist und das eher ein bisschen höher ist, ist schon Platin. Okay, also ich würde sagen, Platin 1 ist das Ganze. Ja. Und du? Dein finales Wort? Ja, wenn du Platin 1 sagst, dann muss ich auch Platin 1 sagen. Okay, dann gehe ich auf Gold 3 runter. Dann haben wir Differenz. Okay, dann habe ich gewonnen, glaube ich. Okay. Alles klar, der erste Kandidat, Alorg. Ich habe gesagt, letztendlich gezwungenermaßen Gold 3, Pashi sagt Platin 1 und der gute Alorg ist Platin 1. Go! Aber ich eigentlich auch. Also ich auch. Ich will nur mal kurz anmerken. Ja. Ja, ich wollte es halt nur spannend halten für den Rangunterschied. Aber ey, super gut von uns beiden eigentlich geschätzt. Ich bin da super krass zufrieden und hat man auch eigentlich gemerkt, dass es ungefähr so in die Richtung geht. Ja, muss ich schon sagen. Ja, du hättest, glaube ich, normalerweise auch Platin 1 genommen. Ja, von daher sagen wir einfach mal, für beide ist es okay gewesen. Wir machen weiter mit Runde Nummer 2. Runde 2, Chasing Youth. Da ist die Kamera sofort ein bisschen besser irgendwie, ne? So. Oh, nur Speedflip. Ja. Ich würde das jetzt schon safe höher einschätzen. Um ein Fake. Das geht schon in eine gute Richtung. Sag mal, hat der Alpha Boost oder ist das... Nee, ist kein Alpha Boost, ne? Doch, aber das kann auch Buckes Mod sein. Weil das eben sehr in Replays sind, genau. Achso, okay. Das ist Alpha Boost, doch. Jetzt auf ein Aerial gehen. Er macht, okay, was ist der Arrow Left oder Right drin? Na, super, geiles Ding, Junge. Geil, super. Boah. Also ich bin immer fasziniert über sowas. Du so, ach ja, easy, aber ich... Ja, mal schauen, wie oft er das jetzt macht. Aber da würde ich dann locker schon mal irgendwie was Richtung Champion bis hin zu Grand Champion sagen. Ja, mal schauen. Da muss ein bisschen länger schauen, ob es jetzt Champion ist oder Grand Champion. Also mindestens Champion, ja. Ja, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Champ auf jeden Fall. Auch der Touch guter war Touch. Super, ja. Dann aber Open hinten. Ist aber auch schwierig, ne? Bei Ones halt, gerade bei so einem Ding halt. Boah. Ach, ich muss weiter schauen. Gucken. Na, das war jetzt ein. Das war ein sehr komischer Kickoff. Mm. Ich weiß, ob er den einfach ein bisschen delayen wollte. Boost nicht bekommen. Auch komischer Hit, um da Boost zu erhalten. Boah, ist schwer zu sagen. Ja, ist echt schwer zu sagen gerade. Ja, der war schön mitgenommen. Na, ein bisschen besser challengen können. Aber ich finde, das Positioning passt irgendwie nicht so zu den Mechanics, die er da teilweise eben auch hat. So, dass das, also, vielleicht ist er eben an Ones oder so, aber von wie er so steht, das gefällt mir nicht immer irgendwie. Oh, er fängt zwei, dreimal. Aber auch kein guter Scheiße. Sein Gegner ist ja anscheinend ein bisschen lost. Ja. Also, ja, schwer zu sagen. Also, ich spiele fast, also mittlerweile echt viel Ones und ich habe schlechtere Gegner. Ich bin Diamond 2 bis 3 in Ones. Also für mich auf jeden Fall schon mal Safe Champion, aber ich weiß nicht wo. Also für mich ist sein Gegner ein bisschen schlechter als er, wie als würde er da nicht so viele Ones spielen. Mhm. Boah, schwer zu sagen. Ich würde ihn aber nicht im Grand Champion Bereich ansiedeln. Nee, ich auch nicht. Ansiedeln. Dafür ist es einfach nicht zu konstant, auch von der Position her, wie er sich, wo er steht. Also, ich würde vielleicht sagen, das ist irgendwie C2 oder so vielleicht. Macht das Sinn? Aber... Also ich werde ihn höher ansiedeln, aber sein Gegner ist ein bisschen schlecht. Also ich glaube, der würde so bei C3 ungefähr enden. Mhm. Aber aufgrund des Gegners ist schwer zu sagen. Ja, ich würde mich auf C2 festlegen, Champion 2. Ich sag Champion 1. Okay, alles klar. Der zweite Chasing Youth. Ich habe gesagt Champion 2. Pashi ist bei Champion 1. Und ich bin gespannt, ob einer von uns wieder richtig liegen wird. Der gute Chasing Youth ist Champion 1. Oh! Ich bin einfach der Guestmaster in dem Spiel. Alter, was ist da los bei dir, Junge? Ekelhaft, ey. Oh. Ekelhaft. Jetzt muss auch ein Hattrick sein. Boah, also, ja, wir hatten das einmal, dass ich 2 von 3 richtig hatte. Es bleibt spannend, du könntest es vielleicht schaffen. Wir gehen jetzt weiter zur Runde Nummer 3. Letzte Runde für heute, der erste Fennec, und zwar Mario im 2 vs. 2. Guter Sweet Flip. Mist den Boost, aber gut, das kann immer mal passieren. Nicht so tragisch. Profi da drin. Schlechter 50. Aber das war tatsächlich gutes Positioning gerade von ihm, dass er auf Bump gehen wollte. Mhm. Auch da der Drift und eben auch die Annahme an der Wand waren ganz okay, war echt super. Ja, ich hab eine Tendenz. Aber ich sag's noch nicht. Ich sag's auch nicht. Boah, ich muss ein bisschen schauen. Muss ein bisschen angucken. Oh, der war gut. Jetzt open. Macht er den? Natürlich. 1-0. Na, ich weiß es. Glaube ich. Ich. Sind das, ich muss noch ein bisschen schauen. Sind das Premates? Weil der andere hat in der Klammer halt only Quick Chat. Ich glaube, das könnten auch keine Premates sein. Das ist dann auch noch ein bisschen was anderes eventuell. Ja. Aber auch hier bin ich. Also, ich sag mal meine Meinung. Ich bin da ähnlich wie beim zweiten aktuell. Also auch irgendwo Anfang Champion. Grand Champion glaube ich nicht, Diamond auf gar keinen Fall mehr. Da bin ich eigentlich relativ safe mit. Aber auch noch kein Grand Champion. Das müsste ähnlich sein wie das von eben. Meine Meinung. Was hast du für eine Tendenz? Ich verrat's nicht. Du verrat's nicht. Nicht? Nee, da bin ich jetzt, da möchte ich meinen Hattrick haben. Den kannst du so oder so haben. Ja, ich bin mir noch nicht 100% sicher. Also was sagst du denn wahrscheinlich? Ich würde das eigentlich auf C2 Champion 2 einstufen, das Gameplay. Okay, ich sag Grand Champion 1. Denkst du, ist schon so? Ja. Ey, wenn du jetzt richtig liegst, dann bist du wirklich der Gott. Wirklich, aber wirklich? Ich glaube Grand Champion 1. Ich glaube gerade so drin.
Ich bleib bei Champion 2. Letzte Runde für heute, Mario. Jetzt Hattrick für dich entweder oder ja, zweimal ganz knapp bei mir daneben und einmal korrekt oder wie auch immer. Wir kommen zur Auflösung. Ich habe gesagt, Champion 2, Pashi ist bei Grand Champion 1. Und Mario ist Grand Champion 1. Oh, let's go! Oh, nice! Einfach richtig! Wie krass ist das denn? What the fuck? Das hätte ich... Das ist das erste Mal dabei und tippst alles safe. Also... Ekelhaft, wirklich. Also, mit dir nehme ich nie wieder auf. Boah, wie crazy, Alter. Ey, unfassbar. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich alle drei richtig hau. Damit bist du der Allererste, der es schafft, alle richtig zu haben. Ich war jetzt zweimal, einmal daneben und jetzt gerade halt zwei daneben. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen war es unfassbar spannend. Wenn ihr auch mal mitmachen wollt bei Guess the Rank, bleibt kurz dran. Hier erfahrt ihr, wie ihr mitmachen könnt. Wenn du auch mal mitmachen möchtest bei Guess the Rank, tu einfach Folgendes. Schreib mir eine E-Mail an guesstherank@gmail.com. Schreib in den Betreff Guess the Rank und schreib in die E-Mail einfach, wie du heißt, was du so Schönes machst, was du gegessen hast gestern Abend und natürlich ganz wichtig, deinen aktuellen Rang, den du hattest bei dem Replay, das du mir dazu schickst und natürlich deinen Ingame-Namen bei Rocket League, damit ich weiß, welche Person du bist bei diesem Replay. Zudem packst du eben als Anhang eine Replay-Datei, wie du die genau bekommst und alle weiteren Informationen zur E-Mail stehen nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und ganz wichtig, du kannst nur ein Replay vom PC einsenden. PS4 und Xbox und Switch gehen nicht, aber frag doch mal einen Freund von dir, der am PC spielt, ob er eventuell mit dir zusammen mal eine Runde zockt und dann kann er dir das Replay auch zuschicken. Beim nächsten Mal sehen wir uns gerne wieder. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Bis dann, haut da rein, macht's gut, Tschüssikowski.